Hallo und weiter geht's damit mit Uncharted 3. Ich hoffe, die Wartezeit war nicht zu lang. Ich hoffe, ihr habt Bock auf dieses Projekt und damit können wir der Schatzsuche direkt weiter folgen. Und ich würde sagen, wir holen uns direkt den nächsten Schatz, den wir hier noch zu liegen haben. Nice. Okay, das war ja ein relativ schneller Cut, aber da fällt mir was ein, dass wir eigentlich noch irgendwie in den... Wie komme ich in den Fotomodi? Ich weiß es nicht mehr, aber auf jeden Fall wird er irgendwann relevant werden, glaube ich, weil es wahrscheinlich wieder eine Trophäe gibt, die wir damit holen müssen. Das war immer so. Na, lassen wir sein, ich komm später in den Fotomodus. Aber merkt euch einfach, dass wir normalerweise in Uncharted auch den Fotomodus erkunden müssen, um eine Trophäe zu holen. Den ich eigentlich immer per Zufall finde. Wahrscheinlich, weil das System selber anscheinend auch nicht wirklich sagt, wie wir da rankommen. Aber hey, jedenfalls, was wir eigentlich die ganze Zeit haben wollten, ne? Worauf wir die ganze Zeit gegeiert haben. Und was Drake in allen anderen Teilen um seinen Hals trägt, ne? Holen wir uns das gute Stück doch einfach. Warum denn auch nicht? Aber ich muss sagen, eigentlich mit der halben Stunde, denke ich, haben wir im ersten Part verdammt viel geschafft. Und Uncharted sind eigentlich auch nicht so lange Spiele, ne? Deswegen, bis jetzt, denke ich eigentlich ganz gut. Und was ist das? Was hast du mitgebracht? Na gut, dann mach das mal. Wow. Verdammt, Kleiner. Oh, shit. Victor, wen haben wir denn da? Ist das nicht dieser elende kleine Taschendieb? Hey, ist kaum gealtert. Na los, Junge, komm. Du hast keine Chance. Gib sie uns einfach. Und jetzt? Das heißt, ihr nimmt mir das Ding weg, ja? Das war doch mein Spielzeug. Oh, wow, 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 wow. Welcher Ring? Wow, wow, für wen hältst du dich eigentlich, Junge? Du bist doch bloß ein schmutziger, verwahrloster kleiner Bengel. Du hast kein Recht, diese Dinge anzufassen. Was zur Hölle machen Sie da? Er ist doch nur ein Kind. Links und rechts geben, ey. Schnappt ihn. Damn. Jetzt haben wir erstmal die Folge Kevin allein zu Hause, ja. Oh, nee. Scheiße ist das richtige Wort wahrscheinlich, ey. Erstmal hier direkt eine Verfolgungsjagd und... Oh, komm, springst du doch. Gut, dass die erstmal gewartet haben, ne? Dankeschön, ich hätte mich ja direkt greifen können. Oh, okay. Oh, Gott. Ist das nicht auch was, was der alte Drake gerne sagt? Dieses, oh, Gott. Komm. Komm. Lass los. Okay, gut. Spring einfach. Spring? Lass dich doch nicht aufhalten hier. Wo lang wollen wir? Wer sind diese Typen? Sind die Männer in Schwarz aus Detektiv Conan, ey? Oh, Mist. Nee. Ich würde sagen, einfach hoch hier. Egal wohin, Hauptsache weg, ne? Oh, gehst du darüber? Muss aber auch... Wirkt dir fast so, als ob er Übung hat, ne? Das ist wahrscheinlich das erste Mal, dass du vor... Oh, was? Ihr schießt sogar? Schießt ihr auf mich? Fuck, ihr schießt sogar, ja? Das ist aber nicht cool, ey. Oh, nö. Oh, na, da kommst du mir nicht mehr hinterher, Kollege, ne? Ja, nice dann. Oh, nö. Bitte nicht. Schießen ist schon ein bisschen zu hart, würde ich behaupten. Oh. Danke dir, warum du jetzt auf meiner Seite bist, verstehe ich zwar nicht. Ich meine, eben warst du ja noch bei den allen. Aber wahrscheinlich denkt er selber, dass Gewalt an einem Kind... Echt? Mist. Kannst du da jetzt mal hoch? War ich einfach zu langsam, ja? Okay, ich war anscheinend wirklich einfach zu langsam. Muss ich halt echt ein bisschen beeilen hier. Oh, fuck, das tat bestimmt weh. Damn, ey. Erstmal die IKEA-Einrichtung zerschossen. Wir haben ihn. Aber das ist nicht so schlimm, ey. Entschuldigung, Platz da. Fuck, wir rennen hier... Tut mir leid. Oh.
Hauptsache, er beschützt seinen Fernseher. Habt ihr das gesehen? Hauptsache. Ja? Was war denn das? Das sah gerade ein bisschen nach einem Bug aus. Hat mich festgehalten, aber gleichzeitig hat er das nicht. Ja, man schützt euch immer. Ey, weil der Typ immer seinen Fernseher beschützen muss. Okay, diesmal darf ich nicht am Fernseher vorbeigehen. Gehen wir hier lang. Ja, das ist krass, ja. Ist wahrscheinlich nicht das erste Mal, dass... Oder wahrscheinlich wurde ihm der schon mal... Hä? What the fuck? Das sah gerade wieder ein bisschen komisch aus. Ah, nee, ich muss da lang. Nein, komm. Gut, oh, gut. Aber Hauptsache, er geht vor dem Fernseher. Wahrscheinlich kam... Echt? Wahrscheinlich sind schon mal Leute reingekommen durchs Fenster und haben ihm die Glotze rausgerissen. Okay, in dem Bereich gibt es ein paar Fails bis jetzt. Nicht so viele. Wenn es zu viele werden... Hä? Sag mal, du musst dich doch da festhalten. Die Lampe ist doch nicht umsonst da. Ich muss doch hier nicht nach links zu den Leuten da drüben. Ich muss doch hier lang. Erzähl mir doch nichts. Das ist doch hier zu perfekt. Dankeschön. Oh. Ja, aber wie gesagt, wenn ich irgendwo mal zu viele Fails am Stück haben sollte... nee, da lang nicht. Da lang auch nicht. Dann werde ich sie wahrscheinlich ein bisschen cutten. Einfach, weil es wahrscheinlich dann zu viel Zeit in Anspruch nimmt. Aber noch, wenn es hier so ein paar sind, kann ich, denke ich, mit leben. Oh, shit. Ich meine, wir wissen noch nicht, ob er tot ist, ne? Eine Hand. Ups. Alles okay. Wovor hast du denn Angst? Schließ einfach die Augen. Wow. Es wird nicht wehtun. Ja, bist du ein kranker Typ, ey. Na komm. Bist du okay? Ich meine, du hast gerade einen Typen abgeknallt, ey. Mitten in der Stadt. Aber entspann dich, Junge. Wir sind sicher. Na los. Deine Sache, wenn du nicht willst. Ja, Maiskolben. Mais ist geil. Was willst du von mir? Ein Dankeschön wäre nett. Ich habe dir vorhin den Arsch gerettet. Danke. Aber was hast du davon? Ich meine, du bist ein Gauner, oder? Da stimmt doch was nicht. Du bist echt nicht ohne, Junge. Wo kommst du eigentlich her? Hör mal. Nichts für ungut. Aber ich kenne dich nicht. Wenn's das ist, Victor Sullivan. Jetzt kennen wir den Teil, wo du dich vorstellst. Okay. Erzähl mir doch mal, was an dem Ring so besonders ist. Er gehört meiner Familie. Und ich hole ihn nur zurück. Geerbt von Francis Drake persönlich. Genau. Tut mir leid, dich zu enttäuschen, aber Drake hatte gar keine Erben, keine Kinder. Tja, mit seiner Frau in England hat er keine Kinder. Okay, hast recht. Zeig mal her. Na komm schon, Junge. Wenn ich dir das Ding wegnehmen wollte, hätte ich es längst getan. Und jetzt rennt er weg. Danke. Zech die breite Zeche. Sic parvis magna. Das heißt, Großes aus kleinen Ursprüngen. Das war sein Motto. Ja? Also, den hat er von Queen Elizabeth gekriegt, als er 1581 von seiner Weltumsegelung nach England zurückkam. Sie hat ihn zum Ritter geschlagen. Das hast du aber sicher nicht auf der Straße gelernt. Wieso spricht ein Kind wie du Latein?
Die Nonnen waren irgendwie ganz versessen drauf. Also, du warst im Internat? Das wäre noch nett ausgedrückt. Okay. Also, was hat es mit dem Ring und dem Astrolabium von vorhin auf sich? Tja, sag du's mir doch. Du arbeitest doch für die Typen. Hör mal, Junge. Ein Kunde will was. Ich besorge es. Gegen Geld. Und ich stelle keine Fragen. Das ist nur ein Job. Die Tante war auch echt nett. Ja. Jedenfalls, den Job bin ich eh los. Okay, hör zu. Zunächst mal war das kein Astrolabium. Das ist eine Art Dechiffriergerät. Schau mal hier. Auf seinem Weg um die Welt ist Drake durch Ostindien gesegelt. Aber er hat gesagt, er habe 6 Monate gebraucht von hier nach da. Ja, und? Und das kommt nicht hin. Er war als Segler viel zu gut. Er hätte 1 Monat gebraucht. Höchstens. Er hat irgendwas versteckt. Was Großes. Wie groß? Geheimmission von der Königin groß. Geraubte Schätze im Wert von Millionen, die noch nicht gefunden wurden. Groß. So groß? So groß. Und das Gerät hat was damit zu tun? Ich bin mir todsicher. Na toll. Und Marlow hat es. Das wird dir nichts helfen, ohne den Schlüssel. Sie kann also nichts tun. Noch nicht. Du hast mir immer noch nicht gesagt, wie du heißt. Und du hast nicht gesagt, was du von mir willst. Okay. Also, du hast Talent. Aber du musst noch viel lernen. Halt dich an mich und ich bring dir alles bei. Danke. Aber ich komme auch alleine. Halt dich an mich und wir landen erschossen in der Gasse. Sicher. Lass uns von vorne anfangen. Was meinst du? Meine Freunde nennen mich Sully. Nathan Drake. Nate. Drake, hä? Okay. Das ist der Beginn einer großen Freundschaft. Ja, glaub mir. Mensch, die reden hier über den Schatz. Und dann habt ihr die nächsten 20 Jahre irgendwelche anderen Dinge gedreht, ha? Wir sind schon wieder in der Gegenwart. Das war's. Okay, Jungs. Oh. Ich dachte, du machst einen Schalldämpfer drauf. Sully, keinen Sinn für Dramatik. Genau. Bei all dem Lärm. Und eben haben wir uns noch gekloppt, ne? Los, verschwinden wir. Ach, war's für dich auch so schön, Charlie? Was meinst du? Ich hab dich kaum berührt. Und was war das hier? Okay, ich hab mich etwas reingesteigert. Ja. Du hast gesagt, lass es echt aussehen. Sei lieber nett zu ihm. Okay, Adlerauge, sei wachsam. Sie kommen zu dir. Verlier sie nicht. War klar, dass sie anbeißen. Wann werden sie merken, dass sie eine Fälschung haben? Egal. Jetzt sind sie aufgescheucht. Ja, jetzt folgen wir ihnen einfach in ihr dreckiges Loch. Weißt du, bei dir hört sich irgendwie alles schmutzig an. Meinst bisschen, du? Ne? Wir müssen weiter. Okay. Und da kommen die Bullen erstmal. Okay. Na los. Na dann drücken wir uns da durch. Gut, dass wir keine Angst haben, durch enge Gänge zu gehen. Ne? Charlie, was ist denn los? Ja. Gut, okay. Wie war das in Teil 2? Das ist vorbei. Und bald ist es vorbei. Und bald ist es vorbei. Das war's. Oh. War ja halb so wild. Mensch, ey. Was ist denn mit dir los? Nee, ist alles okay. Ja, aber es gibt tatsächlich einige Leute, die Klaustrophobie haben, ne? Und zwar, das zieht zu Klaustrophobie, oder? Wie ist das bei euch? Habt ihr Platzangst? Oder andere Phobien, die ihr vielleicht aufzählen könnt? Vielleicht gibt's ja was, worüber ihr nicht unbedingt reden wolltet, aber ich denke, jeder Mensch hat mindestens eine Phobie. Und manches, was doch sehr, sehr, sehr typisch ist, ist entweder diese oder... Wartet, wir kommen so rum. Ja, klar. Oder wir setzen mal unsere Hüfte rein. Oh. Gute Idee. Okay. Ich glaube, heißt das Arachnophobie? Die Angst vor Spinnen? Ich bin nicht sicher, wie sie genau heißt, aber ich glaube, das ist auch noch etwas sehr Typisches. Ich mach schon.
Ansonsten Höhen. Ich glaube, Höhenangst ist auch noch sehr verbreitet, ne? Danke für die Hilfe. Gerne. Kommt schon, ihr faulen Säcke. Ich glaube. Momentchen. Okay. Ich wollte sagen, ich glaube. Oh, wir haben sowieso eine Cutscene. Mann, habe ich da echt 5 Sekunden vor der Cutscene pausiert. Hey, Adlauge. Guten Abend, Jungs. Alles klar, Schätzchen? Slurra. Na, ihr zwei habt ihr richtig Spaß gehabt, hä? Ja, war richtig schön, Chloe. Lief wie am Schnürchen. Und du, hast dir die Sprache verschlagen? Oh ja, Charlie hatte ein bisschen viel Spaß für meinen Geschmack. Mir brummt immer noch der Schädel. Ich bitte dich. Was soll da brummen? Da ist doch nichts drin. Oh, da habe ich wohl was verpasst. Ja, hast du wirklich. Es war sehr, sehr aufschlussreich. Ah, witzig. Gab's Probleme? Na, easy peasy. Und sie haben dich nicht bemerkt? Auf keinen Fall. Und hinter welcher Tür steckt Scary Poppins? Hinter der da drüben. Der grünen. Sie fuhren da hinein und seitdem ist es dunkel. Sind sie noch da drin? Tja, ich hatte es ständig im Blick. Und niemand kam rein oder raus. Hm. Waffen. Weißt du wirklich, wir brauchen die? Ich meine, die erwarten uns ja nicht. Unterschätzt die Typen nicht, die machen keinen Spaß. Ja, wir schleichen uns rein und wieder raus. Einfach so. Ja, das klingt gut. Und bei Gefahr? Erst schießen und dann werden Fragen gestellt, okay? Okay. Ja, ich dachte mal nach, diese Tasche zu nehmen und einfach abzuhauen. Ja, du kannst mich nicht täuschen, Mann. Ey, glaub mir, das ist nichts gegen das, was noch kommt. Naja, in meinem Alter, da habe ich lieber den Spatz in der Hand. Hab ich's nicht gesagt? Na, komm schon. Nee, ich hoffe einfach mal, dass du recht hast. Okay, wir sind jetzt 4 Leute. Ein Leitersack, eine Frau, ein Typ ohne Haare. Und folgen denen einfach, ja? Immer was kann denn schon schief gehen, ja? Wenn wir mal realistisch drüber nachdenken. Ja, wir können wohl kaum einfach reingehen. Können wir mal anklopfen und fragen, ob wir ein Ei haben dürfen, oder? Wir sollten wirklich keine Zeit verlieren. Einer von uns klettert da einfach lang. Und wer sollte dieser eine wohl sein, ja? Ihr drei bleibt hier. Ich habe mir übrigens auch im letzten Sale, weil ich immer wieder Sachen im Sale kaufe, weil ich einfach so bin, mir den Uncharted DLC auch noch gegönnt für die PS4, den DLC von Uncharted 4. Lasst mich wissen, ob ihr Interesse an mehr Uncharted-Projekten habt, denn mindestens Uncharted 4 und der DLC wären noch möglich, wobei ich Uncharted 4 wahrscheinlich erst für mich selber zu Ende spielen werde. Ich werde es nicht blind spielen. Blind habe ich bei... Ich bin halt wahrscheinlich durch die Hälfte oder so. Aber ich habe halt schon bei God of War gemerkt, Blind und ich und auch bei einigen Projekten davor, dass Blind mir nicht so gut tut. Und deswegen nee. Und das müsste auf jeden Fall kommen, bevor wir den DLC machen. Aber ist ja nicht unmöglich, ne? Wie gesagt, könnt ihr mir gerne in den Kommentaren da lassen, falls ihr mehr Uncharted Action haben wollt. Ich finde, Uncharted ist immer eine sehr, sehr spaßige Reihe eigentlich gewesen. Und da ist ein Schatz. Kann ich mich hier fallen lassen? Gut. Dann will ich den direkt haben. Aber ja, ich finde, Uncharted ist eine fantastische Reihe. Und vielleicht sollte ich doch selber auch nochmal Tomb Raider eine Chance geben, ne? Vielleicht. Ich glaube, Tommy, der würde schon sagen, hey, spiel's doch auch mal selber. Und an sich bin ich nicht abgeneigt. Aber halt nur von den neuen Teilen. Die älteren Teile, auch wenn ich in meiner Kindheit mal ein bisschen Tomb Raider 3 gespielt habe, habe ich nicht wirklich viel Interesse dran. Ich weiß, es ist kultig für einige, ne? Und einige Leute stehen verdammt drauf, aber zu denen ziehe ich dann nicht. Aber Remake sieht dann schon deutlich interessanter aus. Und so gesehen sollte ich durch PSN Plus eigentlich auch alle 3 Teile haben. Wo sind sie bloß hin? Wobei der erste noch auf PS3 war. Was jetzt eventuell nicht mehr runterladbar ist, ne? Sondern ich glaube, irgendwo hier in irgendeiner Ecke sollte ein Schatz sein. Den würde ich ganz gerne noch fix holen. War hier was? Ah, hier. Oh. Nice. Okay, ich denke, es wird Zeit, dass wir die alle mal erstmal reinlassen. Schauen wir mal, wo kann ich denn die Tür für euch öffnen, ne? Jemand ein Auto? Ich sehe nämlich keins. Das gibt's doch nicht. Sicher, dass sie hier reingefahren sind? Ist das auch die richtige? Ja, das grüne Tor, ganz sicher. Nate, wir vergeuden hier Zeit. Diese verdammte Tasche gefällt mir immer besser.
Komm schon, die sind nicht einfach verschwunden, okay? Es muss eine Erklärung geben. Schauen wir uns doch mal hier um. Okay, sehen wir uns doch mal hier um, ne? Die Reifenspuren fahren hier lang, machen die Kurve. Und was haben wir hier? Immer noch nass vom Regen. Bibidabidibidibim. Hier hat das Auto gewendet. Und ist hier lang gefahren, ne? Aber hier hört's dann auf. Hier, was haben wir hier? Ein Knöpfchen. Noch ein Knöpfchen. Wahrscheinlich für die ganzen vier Reifen, ne? Hey, seht mal. Na, kommt mal her. Kommt ihr hier rüber? Ein Mechanismus. Ja, vielleicht. Immer, wir sind vier, hm? Was ein Zufall. Vier Reifen, vier Kontakte. Sorry, du stehst da. Ihr zwei, nach da und da. Alles klar, bei drei, okay? Eins, zwei, drei. Und? Das ist es nicht. Upsi. Aber... Oh, schau mal da. Das ist das Licht. Okay, sind gar nicht die Reifen. Oder, naja, doch die Reifen schon, aber wahrscheinlich zusätzlich musst du einfach mal mit dem Scheinwerfer des Autos auf die Wand strahlen, nur um diese krasse Tür zu öffnen, ne? Nate, mit wem haben wir es hier eigentlich zu tun? Gute Frage. Es gibt nur einen Weg, es rauszufinden. Wir folgen dem Auto, du gehst zum Van. Wir bleiben in Funkkontakt. Ich gebe Bescheid, wenn wir auf der anderen Seite sind. Ja, wo immer das sein mag. Sei auf alles gefasst. Muss vielleicht schnell gehen. Aber sicher. Das ist die beste Fahrerin im Business. Ja, so sagt man. So sagt man. Ihr Hintern war aber anscheinend in Teil 2 besser. Das kommt uns wohl allen mehr als merkwürdig vor. Mensch, ey, wer baut so einen Tunnel? Mit dem Auto unter die Erde. Das ist das nächste. Wer fährt mit einem Auto unter die Erde? Oh, und erstmal die Rolle machen und den Anzug schmutzig machen. Übrigens sehr stylisch, dass wir einen Anzug anhaben, ne? Auch wenn er nicht mehr so sauber ist, aber das ist ja egal. Das ist ja egal. Und hier werden Erinnerungen wach an den Multiplayer von Uncharted 3. Der übrigens nicht in der Version mit drin ist, leider. Ja, für dich vielleicht. Und. Ach, mit Dreieck, okay. Ja, aber der leider nicht mit drüber gekommen ist. An sich ganz okay. Wobei ich aber auch sagen muss, Uncharted 4 und Multiplayer habe ich nicht wirklich viel gespielt. Wahrscheinlich kriege ich deswegen die Platin-Trophäe auch nicht mehr. Aber hey. Sich hier durchquetschen. Vor allem mit den Funken, ja. Pass bloß auf, dass dir nichts in den Augen, in die Augen kommt. Ja, ja, ja. Ich bin nur nicht so gerne in engen Räumen, weißt du? Aber die Hand vor deinen Augen musst du nicht halten, ne? Mutiger Typ. Danke, Frau Oberin. Ich meine, wir sind wirklich in irgendwelchen Untergründen. Gerade schon krass. Oh, erstmal Licht aus, okay. Oh fuck. Ah, nee. Vor allem, ihr wisst schon, dass wir euch folgen, ne? Ziehen. Bam. Oh, danke. Cooler Schuss. So, bevor wir weitergehen. Oh, oh, oh. Ah, nee, nee, die Seite ist richtig. Ja, oh, oh, oh. Okay, Headshot. Headshot. Wenigstens ein paar Headshots. Kommt noch mehr? Anscheinend nicht. Wir können wahrscheinlich schon eure Waffen mitnehmen. Ihr habt die Defender? Nee, ich denke, mit einem Schalldämpfer bin ich aktuell besser bedient. Ich habe doch einen Schalldämpfer drauf, ne? Okay, ein bisschen Zeit sollten wir noch haben. Und dann können wir noch ein paar Schätze holen, ne? Okay, der Tunnel ist unter uns. Zumindest stimmt die Richtung noch. Okay, mindestens bewegen wir uns in die richtige Richtung, aber wenn nicht, hätten wir jetzt ein Problem, ne? So, schauen wir mal. Kümmert sich hier jemand? Gibt's hier noch eine Wartung? Das ist ganz schön tief. Das ist wirklich ganz schön tief. Da will ich nicht unbedingt runterklatschen. Oh, sah aber doch irgendwie knapp aus. Moment, schauen wir mal. Ich glaube, wenn ich das richtig gesehen habe, müssen wir hier einmal kurz hoch. Wenn wir den nächsten Schatz noch haben wollen. Ja, und drüber.
Okay, ist wirklich ganz schön fies versteckt eigentlich, ne? Wirklich fies, aber wir kriegen die besondere Relike, was an sich der... Wow. Der 101. Schatz sein soll, mehr oder weniger. Es ist also, wie halt in den vorherigen Spielen, haben wir einen Bonusschatz mit einer Anlehnung an Jack and Dexter. Und das wäre in diesem Fall dieser gewesen. Dann können wir auch den hier gleich mitnehmen. Zack, okay, ansonsten glaube ich, können wir hier runter. Schafft Sully das eigentlich? Bin bei ihm nicht so sicher. Moment, kannst du da nach rechts rüberspringen? Und dann dich fallen lassen? Sauber. Und dann hier runter. So, ich hoffe, ihr kommt da auch runter. Ich bin aber nicht so ganz sicher. Klingt aber danach, ne? Okay, krass. Ich hätte nicht unbedingt gedacht, dass Sully das auch macht. Nice, auf jeden Fall. Auf jeden Fall nice. Noch mehr, runter. Was haben wir hier? Oh, nein, oh, oh, wow, wirklich? Eigentlich war das nicht das, was ich wollte. Ich wollte eigentlich hier in Deckung gehen. Aber irgendwie dachte Drake so, nee, zeigen wir uns mal. Aber die waren auch nicht wirklich sehr clever eigentlich, ne? Da war ja alles. Ja, die scheint aber zu klemmen. Vielleicht kann ich sie lösen. Vielleicht kannst du die Leiter lösen, ne? Schauen wir mal. Kommst du daran? Moment, wie willst du die denn lösen, Kollege? Willst ja nicht ranspringen. Irgendwas übersehe ich gerade, ne? Was übersehe ich? Bin ich gerade doof? Moment, wie soll ich die... Das ist doch wahrscheinlich das Einfachste von der Welt, aber irgendwie... Bin ich gerade ein bisschen doof. Die ist sowieso davor. Ich müsste also... Ich muss das doch irgendwie anders anstellen. Willst du mir hochhelfen? Soll ich zurückgehen? Habe ich was übersehen? Gehen wir mal zurück. Aber eigentlich kann es das auch nicht sein. Nee, wir sind hier ganz normal runtergekommen. Lass mich nochmal schauen. Irgendwie sehe ich gerade nicht, wie ich die Leiter runterlassen soll. Okay, auf einmal klettert er doch einfach hoch. Na, dann habe ich nichts gesagt. Okay, das könnte einem wahrscheinlich auch den Finger abpacken, ne, wenn man das falsch macht. Aber gut. Da oben ist sowas wie ein Tor. Na, dann müssen wir da sowas wie rein. Schauen wir mal, da können wir hoch. Und irgendwo hier, ja, da, das sieht doch gut aus. Das sieht doch fantastisch aus. Okay, ich will eigentlich auch gar nicht mehr so lange machen. Ich denke, wir sind von der Zeit halt auch doch ziemlich gut dabei. Ich werde wahrscheinlich nur noch gucken, dass wir hier aus dem Ding rausklettern. Ich muss darüber. Sehe ich gerade, da ist das Tor. Ja, wir brauchen zwei Leute. Wir brauchen einen. Guck mal, der andere kriegt den easy Weg mit der Leiter, ne? Komm schon, Sully. Und los. Okay, bereit? Ziehen. Na komm, zieh mal. Uiuiui. Ui, ui. Okay, Charlie, na los. Und komm hoch, Charlie. Komm mir hinterher. Richtig so. Okay, ist ja praktisch, dass hier extra diese Plattform ist, nur damit wir hier durch können, ne? Wie effektiv und... Okay, hier ist das Auto anscheinend auch weitergefahren, ne? Nein, nein, wir bleiben hier oben. Wir bleiben definitiv hier oben. Okay, da. Guck mal, hier wird zum Beispiel noch ein Punkt für einen Schlüssel, wollte ich schon sagen. Für einen Schatz. Aber so eine Stelle nimmst du dann nicht spiel, ne? Damn, schaut euch das mal an. Wann wurde hier denn zuletzt irgendwie mal gewischt? Weiß nicht, Mann, aber wer auch immer die sind, sie sind nicht ganz dicht. Diese Schmiedearbeit. Viktorianisch oder vielleicht älter. Mann, das Zeug rostet seit einem Jahrhundert. Krass, krass, wie alt die Sachen hier unten sind. Aber ich denke, das ist ein wunderbarer Punkt, um hier einen Cut zu machen. Ich hoffe, ihr habt eine Menge Spaß mit dem Projekt. Ich hoffe, Uncharted ist etwas, was euch zusagt.
Und ich freue mich riesig über die Kommentare, die ihr unter dem Video lasst. Ja, vergesst bitte nicht, wenn ihr Spaß mit dem Projekt habt, lasst mir bitte einen Kommentar da, weil damit sehe ich auch viel mehr, wie viel Engagement halt wirklich da ist, wie sehr ihr an der Sache interessiert seid. Und gerade für kleine YouTuber wie mich sind Kommentare, Daumen freue ich mich auch immer riesig, aber Kommentare sind das, was den Unterschied für mich machen, weil ich dann einfach die Motivation mehr habe, mehr Videos zu produzieren. Von daher freue ich mich riesig drüber, ja? Wollte ich nur noch mal gesagt haben. Ich danke euch auf jeden Fall und wünsche euch einen angenehmen Tag. Bis dann, ihr Lieben.